Herzlich willkommen bei Grimdark Vox in einer weiteren Folge unserer Reihe zu den Stormbringer-Heften von unserem Partner Hachette. Diesmal geht es um die achte Lieferung, die die Hefte 38 bis 43 umfasst. Im Lieferumfang sind 6 Hefte, die insgesamt 4 unterschiedliche Miniaturensets umfassen und 2 Farben enthalten. Falls du bei der letzten Lieferung angegeben hast, dass du Interesse am Skaven-Sonderheft hast, kannst du dich diesmal außerdem über dieses freuen. Fangen wir wie immer mit den Highlights der Lieferung an. Heraus sticht besonders das große Modell des Geist Dorthus im Wert von 62,50 Euro. Bei dieser 6 Zoll hohen Miniatur handelt es sich um einen Baumriesen, der auf 3 verschiedene Weisen gebaut werden kann. Leider enthält das Heft nur die Bauanleitung des Geist Dorthus, der hier links zu sehen ist. Wer ein bisschen googelt, findet allerdings auch die anderen beiden Bauanleitungen und kann so außerdem einen normalen Tree Lord, der hier links mit den Ranken abgebildet ist, oder einen Tree Lord Ancient bauen. Allesamt sind sie zentrale Modelle der Sylvaneth Armee und der Spearhead Box. Darüber hinaus bekommst du für die gleiche Armee 5 wehrhafte Waldgeister. Diese Infanterietruppe hat einen Wert von 44 Euro und die 5 Modelle lassen sich inklusive Bannerträger und Musiker bauen. Sie sind ebenfalls Teil der Spearhead Truppe. Eine weitere Underworlds-Kriegerschar kommt dann mit Molochs Mob. Der Dankhold Trogoth und seine Haustiere haben einen Wert von ungefähr 24 Euro. Der große Troll wird von einem Fledersquig, einem gemeinen Stäubling und einem Stalasquig begleitet. Auch diesmal sind keine Karten enthalten. Dieses Set war lange ausverkauft und wurde vor kurzem als Teil des kleinen Reprints Rivalen der gespiegelten Stadt nochmals aufgelegt, war aber auch hier wieder schnell ausverkauft. Die achte Lieferung enthält dann auch noch das Sonderheft der Skaven, genauer gesagt den Warlock-Kanonier. Es handelt sich hierbei um ein Charaktermodell der Ratten, das eine gute Unterstützung für die Warp-Lightning-Kanone, Storm-Fiends oder Warpstein-Jazales ist. Die Skaven sind eine der Hauptfraktionen in der Lore der 4. Edition und das Heft gibt einen kleinen Vorgeschmack auf diese Armee. Die Lieferung umfasst dann außerdem noch 5 sturmgeschmiedete ewige Vindiktoren, genauer gesagt die zweite Hälfte des 10er-Trupps. Die erste Hälfte war in Heft 3 enthalten, hier liegt der geschätzte Wert bei knapp 12 Euro. Auch diesmal sind ein paar Farben dabei, es sind 2 Shades. Reikland Flesh Shade und Athonian Camo Shade, die beide im Warhammer Store je 6,30 Euro kosten. Die Athonian Camo Shade ist bräunlich-grün und wird genutzt, um Ork- oder Goblinhaut, Nurgle-Dämonen oder auch Blätter- und Naturelemente zu schattieren. Reikland Flesh Shade hingegen ist rötlich und ist besonders effektiv auf goldener Rüstung, heller menschlicher Haut und Schnäbeln oder gelben Federn. Die Heftreihe führt eine neue Maltechnik ein, das Trockenbürsten. In den vorherigen Lieferungen waren bereits Dry-Pinsel enthalten, die man hierfür benutzen kann. Diese haben meist kürzere und festere Borsten, die sich besonders gut für diese Technik eignen. Du kannst aber auch einen handelsüblichen Schminkpinsel dafür benutzen. Beim Trockenbürsten gehst du folgendermaßen vor. Nimm mit dem Pinsel, den du vorher leicht angefeuchtet hast, sodass er nur nebelfeucht ist, ein kleines wenig Farbe auf. Danach bürstest du möglichst viel dieser Farbe vom Pinsel wieder ab, am besten nimmst du dafür eine Trockenpalette. Du kannst aber auch ein Papiertuch nehmen, der Nachteil davon ist allerdings, dass sehr viel der Feuchtigkeit aus der Farbe wieder herausgezogen wird und das Resultat nachher etwas staubig wirken kann. Dann bürstest du leicht über die Miniatur, sodass die Farbe sich auf den Kanten absetzen kann. Wichtig ist, dass nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel ist, da sonst Streifen oder Schlieren entstehen, die schnell die bereits bemalte Miniatur ruinieren können. Ziel des Trockenbürstens ist es, nur die Kanten hervorzuheben. Hast du beispielsweise eine goldene Rüstung, so kannst du diese mit etwas Silber trockenbürsten, um die Kanten der Rüstung hervorzuheben und somit einen naturgetreuen Metallic-Effekt zu erzeugen. Hier gilt wie immer bei jeder neuen Maltechnik ausprobieren und experimentieren, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die 4. Edition von Age of Sigmar hat einen neuen Spielmodus mit sich gebracht, der sich Speerspitze, auf Englisch Spearhead, nennt. Als Spieler benötigst du hierfür einmal die Spearhead Flamme und Jade Spielausstattung, die aus Geländeteilen, einem Spielfeld und Karten besteht, eine Spearhead Armeebox pro Spieler und Würfel. Ich erwähne das an dieser Stelle, weil die Stormbringer-Reihe am Ende insgesamt 5 verschiedene Fraktionen enthalten wird. Das sind einmal die sturmgeschmiedeten Ewigen, die Uruk-Kriegsklans, die Mondwarn-Gitz, die Sylvaneth und die Himmelsherrscher der Caradhron. Leider ist keine der Speerspitze-Boxen der 5 Fraktionen am Ende wirklich 100% komplett, allerdings bietet das Abo trotzdem einen sehr guten Grundstock, auf dem du aufbauen kannst, wenn du Speerspitze spielen willst. Ich zeige dir nun, welche Modelle genau bei den verschiedenen Boxen fehlen und was du eventuell als Alternative dafür nutzen kannst. Die vollständigste Box, falls du das Premium-Abo hast, ist die Speerspitze der Mondwarn-Gitz.
Im normalen Abo hast du einen Warnboss, 5 Squig-Hopper, 20 Mondclan-Schützen oder halt Mondclan-Piekser und mit dem Premium-Abo kommen auch noch 3 Felsmagen-Trogoths dazu. Ich gehe davon aus, dass die Basis, auf der die Heftreihe aufbaut, die alten Start-Collecting-Boxen sind. Daher sind hier auch leider nur 5 Squig-Hopper enthalten, obwohl normalerweise in einer Box 10 Stück drin sind. Die 5 fehlenden Modelle kannst du allerdings beim Spielen mit den Sneaky Snufflers aus dem Abo ersetzen, da sie die gleiche Basegröße haben, auch wenn die Modelle etwas kleiner sind. Die Speerspitze der Orok-Kriegsclans lässt sich ebenfalls relativ leicht in einem Speerspitze-Spiel nutzen. Im Abo sind der Bestien-Killerbogen, die Bolzenschießer und 10 Wanstreißer enthalten. Der Killerboss auf großem Schnappzahn und der Torfboss mit Sumpfgasbanner fehlen und diese sind leider auch nicht einzeln erhältlich. Wenn du die Modelle trotzdem suchst, findest du sehr viele Angebote, da die Modelle in der Dominion-Box enthalten waren. Du kannst allerdings andere Modelle aus dem Abo sehr gut benutzen, um diese beiden zu ersetzen. Der Matschkriecher Slogoth hat ungefähr dieselbe Größe und die identische Base wie der Killerboss. Den Torfboss kannst du mit Manok aus den listigen Lumpen ersetzen. So kannst du trotzdem ein Spiel spielen, ohne dass du einen unfairen Vor- oder Nachteil bekommst. Bei Speerspitze handelt es sich sowieso nicht um ein What You See Is What You Get Spiel, bei dem üblicherweise alle Modelle genauso gebaut sein müssen, wie sie auf der Armeeliste stehen, da hier die Truppenschriftrollen ausschlaggebend sind und nicht die Modelle selbst. Man kann diesen Spielmodus also auch spielen, wenn man die Modelle anders gebaut hat, als sie auf der Speerspitze-Schriftrolle vermerkt sind. Auch die Speerspitze der Sylvaneth ist fast vollständig. Hier fehlen lediglich 5 Kurnoth-Jäger. Diese kosten bei Games Workshop 51,52 €, sind aber bei unseren Partnern deutlich günstiger zu bekommen. Auch hier kannst du die Modelle natürlich durch 3 andere Modelle mit einer 50mm Base ersetzen. Die nächsten beiden Speerspitze-Truppen sind leider deutlich unvollständiger. Von den Himmelsherrschern der Caradhron bekommst du im regulären Abo nur den Arkanauten-Admiral. Im Premium-Abo sind dann noch 3 Himmelswächter enthalten. Die große Argonauten-Fregatte im Wert von 72,50 € fehlt leider und im Premium-Abo bekommst du dafür das Grundstock-Kanonenboot. Für ein Spiel unter Freunden kannst du dieses aber bestimmt als Proxy-Modell, also als Alternative für die Fregatte nutzen, auch wenn sowohl das Modell als auch die Base kleiner sind. Die 10 Krieger der Argonauten-Kompanie fehlen ebenfalls. 5 Stück davon könnte man mit dem Grundstock-Donnerschützen ersetzen, da sie die gleiche Größe haben. Aber dann würden leider immer noch 5 Modelle fehlen. Genauso problematisch ist die Speerspitze der sturmgeschmiedeten Ewigen. Im normalen Abo sind hier der Sturmschlagstreitwagen und 10 Bezwinger, also die Vindiktoren, enthalten. Es fehlen 3 Annihilatoren, die du mit Modellen mit einer 40mm Base ersetzen könntest, wie zum Beispiel aus Xandiris Wahrsuchern. Die 3 Modelle sind leider recht teuer und kosten bei GW 47,50 €. In Drasta, der Celestische Speer und der Ritter Vexilor fehlen leider komplett und sind auch momentan nicht einzeln verfügbar. Den Ritter könnte man noch durch einen anderen Bannerträger aus den sturmgeschmiedeten ewigen Modellen ersetzen, aber für Drasta gibt es leider keine wirkliche Alternative. Ursprünglich sollte dieses Donnerschlag-Kommando, das alle fehlenden Modelle umfasst, die erste Premium-Lieferung ausmachen. Diese wurde allerdings durch den großen Drachen ersetzt. Meiner Meinung nach haben Games Workshop und Hachette hier eine große Chance vertan. Würde das Abo tatsächlich vollständige Speerspitze-Truppen enthalten, dann wäre es eine Goldgrube für die neue Edition. Wie es jetzt allerdings aussieht, bietet das Abo lediglich einen guten Grundstock und man ist als Abonnent trotzdem gezwungen, sich noch weitere Modelle anzuschaffen. Vielleicht war das auch der Gedankengang dahinter. Leider lohnt es sich kaum, die fehlenden Modelle einzeln zu kaufen, da eine Speerspitze-Box, die alles enthält, bereits für unter 100 € erhältlich ist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal explizit dem Publikum danken, das mich auf diese fehlenden Modelle aufmerksam gemacht hat. In der ersten fehlerhaften Version dieses Videos ging ich noch davon aus, dass die Speerspitze-Boxen vollständig sind und durch hilfreiche Hinweise aus der Community konnte ich das Video noch einmal überarbeiten und dir Alternativen für die Spiele anbieten. Speerspitze ist ein schneller Spielmodus, bei dem sich einzelne Spiele mit etwas Erfahrung in einer Stunde absolvieren lassen. Der Vorteil dabei ist, dass jeder Spieler nur genau den Inhalt einer solchen Box braucht, da es für diesen Spielmodus angepasste Truppenschriftrollen gibt. Diese findest du in den Fraktionssets und online auf der Warhammer Community Webseite. In den Grundregeln, die du dort herunterladen kannst, sind übrigens auch die Speerspitze-Regeln enthalten. Das Regelwerk für diesen Modus ist also komplett kostenlos erhältlich. Der Spielmodus eignet sich also perfekt für Spieleinsteiger und ich würde auch jedem Abonnenten der Stormbringer-Reihe empfehlen, diesen Spielmodus auszuprobieren, da er die Spielweise von größeren Spielen sehr gut einfängt und es sich so auch tatsächlich wie ein Age of Sigmar-Spiel anfühlt. Die nächste Ausgabe von Stormbringer Heft 44 erscheint am 20. November und wird 2 Farben enthalten. Baylor Brown, eine Layerfarbe, und Skeleton Horde, meine persönliche Lieblingskontrastfarbe.
Solltest du Fragen zur Heftreihe haben oder Spieler für Speerspitze-Spiele in deiner Gegend suchen, dann schau doch einmal auf dem Discord-Server vorbei, auf dem sich mittlerweile jede Menge Spieler herumtummeln. Auch dein Support hilft sehr, den Kanal weiterzuführen. Und denk immer daran, like und abonniere, und auch du erhältst Sigmas Segen.